Hallo, heute möchte ich schöne Windlichter mit euch machen. Dafür braucht ihr ein Glas, eine Vorlage. Entweder könnt ihr die kaufen oder ihr könnt euch einfach eine ausdrucken, selber aus dem Internet suchen, Bilder oder selber welche malen, wie ihr wollt. Und dann braucht ihr eine Nadel dazu. Und mit der Nadel müsst ihr dann die Vorlage stechen, wie ihr wollt. Wie bei den Vorlagen zum Beispiel, da ist es vorgegeben, wo man stechen kann, die weißen Punkte. Die sticht man dann einfach. Ich habe es hier schon mal vorgearbeitet, habe schon mal alle weißen Punkte ausgestochen, damit es schneller geht. Und eine Unterlage braucht ihr, damit es einfach geht zum Stechen. Ihr nehmt einfach eine Nadel und stecht dann einfach hier immer die Punkte durch entlang. Wenn ihr sowas nicht habt mit Punkten, könnt ihr auch eine Linie selber immer so alle paar Zentimeter einen Punkt machen oder ein paar Millimeter, wie viele Löcher ihr halt wollt. So, dann nehmt ihr das Glas und die Vorlage, wenn ihr die fertig habt und guckt, wie es passt. Bei mir würde es jetzt zum Beispiel so passen. Einmal frei und dann nehmen wir Kleber und kleben es fest. Vorsichtig rollen. So, dann drückt ihr eine Weile. Hier oben, damit es richtig klebt. Ihr könnt dann hier oben noch mal ein bisschen was drauf machen, damit es besser klebt. Hier auch. So. Und dann drückt ihr schön fest. Ein paar Minütchen. So. Wenn es fertig ist, sieht es so aus. Dann, wenn ihr ein Teelicht habt oder eine Kerze, könnt ihr auch nehmen. Stellt ihr hier rein. Und dann sieht das richtig schön aus. Im Dunkeln leuchtet das ja richtig schön. Mal Licht aus. Oh, dann sehen wir es gleich, wie schön das leuchtet. Jetzt von oben, von der Seite. Im Dunkeln sieht das richtig toll aus. Probiert es einfach mal aus. Das ist eine tolle Idee zum Verschenken oder einfach nur so zu machen. Also bis bald. Tschüss. Es würde mich wirklich freuen, wenn du mich abonnieren würdest. Es ist auch komplett kostenlos. Ansonsten ist hier eine Playlist mit weiteren Videos, die zu dieser Art gehören. Und hier ist auch ein Video aufgelistet, was dir möglicherweise gefällt.